Herzlich willkommen bei Notebook Journal. Wir packen für euch heute das Samsung Galaxy Tab aus. Ganz zu oberst sehen wir ein Reinigungstuch, das im Zubehör enthalten ist. Das Gerät selber ist in einem Schwarz-Weiß-Look gehalten. Es ist etwas groß und unhandlich, um es mit einer Hand zu nehmen. Darum sollte man dafür beide nutzen. Es sind zwei Kameras verbaut. Eine große Kamera, um Videos aufzunehmen, und vorne noch eine für Bilder. Zu den Anschlüssen: oben befindet sich ein Anschluss für Kopfhörer und ein Headset mit Freisprecheinrichtung. Das Samsung Galaxy Tab hat einen internen Speicher von 16 GB über einen MicroSD und MicroSDAC Slot lässt es sich erweitern. Dann hier tut man die SIM-Karte rein. Wir haben einen Regler, um die Lautstärke zu verändern, und den Einschaltknopf. Im unteren Bereich sehen wir die verbauten Lautsprecher und den Anschluss für das Ladekabel. Das Display ist 7 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1024x600 Pixeln. Es ist 380 Gramm leicht, also liegt gut in der Hand. Von der Oberfläche her ist es sehr glatt und wenig griffig, also sollte man gut darauf aufpassen. Kommen wir jetzt mal zum Zubehör. Darin enthalten sind In-Ear-Kopfhörer, sogar mit verschiedenen Aufsätzen, je nach Ohrform. Dann haben wir das USB-Ladekabel. Das Benutzerhandbuch. Und schlussendlich den USB-Ladeadapter, der etwas groß geraten ist, wenn man unterwegs ist, wird es etwas umständlich zum Rumschleppen. Das Galaxy Tab ist momentan für 650 bis 700 Euro zu haben.